Fragestunde auf Drucksache 3986. Sie werden in der üblichen Reihenfolge aufgerufen. Und ich beginne mit dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern und für Heimat. Und zur Beantwortung steht bereit die parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarte-Lürs-Sutter. Ich rufe auf die Frage Nummer 1 von Herrn Peterka. Die wird schriftlich beantwortet. Dann kommen wir zur Frage Nummer 2 des Abgeordneten Stefan Brandner, Vermeidung von Fehlern in der Flüchtlingspolitik 2022 gegenüber dem Jahr 2015. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Kollege Brandner, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Sie berufen sich auf einen 6 Jahre alten Artikel. Und seither haben wir viele Erkenntnisse gewonnen und setzen diese gemeinsam mit unseren europäischen Partnern um. In der Zwischenzeit hat es in der ausländerrechtlichen Entwicklung einen Paradigmenwechsel gegeben. Sie haben die Möglichkeit für 2 Nachfragen. Herr Brandner, die erste. Das war jetzt die Antwort auf meine Frage, nicht ernst, oder? Wir haben noch gefragt, inwieweit können Sie das umsetzen, dass Fehler, die 2015, 2016 in der Flüchtlingskrise gemacht wurden, nicht 2022 wieder gemacht wurden? Da hätte ich mir doch jetzt erwartet, dass Sie konkrete Antworten geben und sagen, das und das und das wird nicht mehr passieren. Jetzt allgemein zu sagen, wir haben uns europäisch irgendwie in den Stuhlkreis gesetzt und sowas wird nicht mehr passieren, ist also mehr als eine Nicht-Antwort. Gleichwohl frage ich mal nach. Also es sind viele Fehler gemacht worden. Das ist ja, glaube ich, inzwischen unstreitig. Man muss einander verzeihen können, hat Kollege Spahn in einem anderen Zusammenhang gesagt. Auf Seite 138 des Koalitionsvertrages findet man beispielsweise jetzt völlig enthemmte, völlig erleichterte Einreisebedingungen. Derjenige, der zu uns kommt, braucht gar keinen Pass mehr vorzuweisen, braucht keine Papiere mehr vorzuweisen. Es reicht die eidesstattliche Versicherung, aus irgendeinem Land zu kommen. Dann wird dem schon irgendwie geglaubt. Meinen Sie, dass das ein Aspekt ist, um die Fehler von 2015 zu 2016 nicht wiederholen zu lassen? Oder öffnet das die Schleusen, wie ich vorhin erwähnt hatte, nicht wieder einmal? Sehr geehrter Herr Brandner, Sie reißen das völlig aus dem Zusammenhang. Sie spielen auf das Chancenaufenthaltsgesetz an und dem ist so nicht der Fall. Und die Frage ist dort, Menschen, die sich bis dahin ihre Identität nicht nachweisen können, aber das bezieht sich auf das Chancenaufenthaltsgesetz und Sie haben das jetzt völlig aus dem Zusammenhang gerissen und stellen das so dar, als ob hier jemand in Deutschland nach Deutschland einreisen könnte, ohne irgendwie einen Pass zeigen zu müssen. Und die zweite Nachfrage? Ja, aber genauso wie Sie es jetzt dargestellt haben, ich weiß nicht, wo Sie leben, geschieht das tausendfach am Tag, millionenfach in den letzten Jahren ist es passiert, dass Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, entweder einen, gar keinen oder viele Pässe vorgelegt haben und dann je nach, wie sie wollten, nach Gusto ihre Identität geändert haben. Und jetzt vereinfachen Sie es noch und sagen, uns reicht die eidesstattliche Versicherung, dass sie irgendwo herkommt. Also ich finde, das vielleicht setzen Sie sich da mit den Realitäten noch mal ein bisschen auseinander. Die zweite Nachfrage geht in eine etwas andere Richtung. Wir haben ja Serbien, bekannt Beitrittskandidat oder zumindest nah dran, der Europäischen Union zu werden, hat sehr laxe Visabestimmungen. Also da diese Balkanroute ist ja wieder offen wie ein Scheunentor, um die Schleuse nicht nochmal zu erwähnen. Welche Pläne haben Sie, auf Serbien einzuwirken, dass die da sehr laxen Visabestimmungen ja, so gehandhabt werden, dass die Balkanroute nicht wieder zu einem offenen Scheunentor wird? Also sehr geehrter Herr Brandner, erstens möchte ich mal feststellen, dass ich aus einer Grenzregion komme und dass ich dort sehr wohl auch dort gibt es Einreisen und dass ich sehr wohl über den Zustand und auch die Entwicklung der Einreisen, sowohl illegaler auch anderer Reisen Bescheid weiß und im Übrigen besteht immer noch das Recht auch auf Asyl, unbeschadet dessen, dass auch Grenzkontrollen stattfinden. Zu Serbien möchte ich Folgendes festhalten. Serbien, verschiedene Regierungsmitglieder sich mit den Serben dieses Thema angesprochen und haben auch darauf hingewiesen, dass wir da entsprechend drauf schauen. Und Sie sehen ja auch die Entwicklungen sowohl an der tschechisch-slowakischen Grenze als auch an der österreichisch-slowakischen Grenze. Und auch da sind die gerade auch die Mitgliedstaaten im Austausch. Und wir haben deutlich gemacht, dass das nicht gehen kann, dass Serbien quasi visumfrei weiterleitet. Und deshalb haben auch die Mitgliedstaaten entsprechend reagiert.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur... Ich sehe keine weiteren Fragen zu diesem von den anderen Fraktionen. Dann kommen wir zur nächsten Frage, Frage Nummer 3, auch von Stefan Brandner, Anzahl registrierter Flüchtlinge aus der Ukraine. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Brandner, nach den Auswertungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge waren zum Stichtag 11. Oktober 2022 insgesamt 1.005.014 Personen im Ausländerzentralregister AZR, genannt als in Deutschland aufhältig, erfasst, die im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine seit dem 24. Februar 2022 nach Deutschland eingereist sind. Davon sind 971.498 Personen ukrainische Staatsangehörige. Die vier weiteren am häufigsten erfassten Personen haben die Staatsangehörigkeit folgender Staaten: Russische Föderation 3.964, Aserbaidschan 2.539, Nigeria 2.118, Armenien 1.963. Und die Nachfrage. Ja, jetzt haben wir ja die fünf stärksten Staatsangehörigkeiten abgefragt. Ukrainer sind natürlich deutlich in der Überzahl, aber Sie haben vier andere genannt, das sind ja auch mehrere tausend. Wie wird denn sichergestellt, dass die tatsächlich im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg zu uns gekommen sind? Ich habe jetzt Nigeria, glaube ich, gehört, das ist ja nur relativ weit weg von der Ukraine. Also wie wird denn da sichergestellt, dass jetzt nicht der Umweg über die Ukraine oder der Aus... Frau Künast. Ich bin schon froh, dass Sie keinen Trainingsanzug anhaben heute. Das wir war ja sind in der also, Fragestunde und Herr Brandner hat eine Nachfrage. Ja. Genau. Wie stellen Sie denn sicher, dass die Personen, die als nicht aus der Ukraine kommen, tatsächlich im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg zu uns gekommen sind und das nicht als, ja, als Abkürzungsmöglichkeit sehen, bei uns in die Sozialsysteme einzuwandern? Sehr geehrter Herr Kollege, natürlich wird sichergestellt und bei der Feststellung entweder durch die Bundespolizei schon mal bei der Einreise beziehungsweise auch nachher bei den Ausländerbehörden. Und deshalb ist es auch wichtig, dass sie registriert werden, unter welchen Bedingungen sie eingereist sind. Und es gibt auch zum Beispiel Studierende aus anderen Staaten, die nicht der Ukraine angehört haben, die in der Ukraine beide während des Angriffskriegs in der Ukraine waren und deshalb ist es auch deshalb zu berücksichtigen oder auch andere Arbeitnehmende, ob sie einen Aufenthaltstitel in der Ukraine hatten. Es geht um die Frage der... Herr Brandner, bevor ich Ihnen die zweite Nachfrage zukommen lasse, erteile ich eine Rüge, weil Sie zum wiederholten Male die Kleidung einer Kollegin hier aus dem Hause sehr diffamierend angesprochen haben. Es war letzte Woche, wo ich hier die Fragestunde hatte, genau dasselbe und heute wieder. Und darum rüge ich es und bitte Sie, das nicht mehr zu verwenden. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit für Ihre zweite Nachfrage. Also ich habe gelobt, dass Frau Künast keinen Trainingsanzug hat. Das hat nichts mit Kritik zu tun gehabt. Das war genau das Gegenteil. Ein Lob für den Stil, in dem Frau Künast sitzt. Zweite jetzt, bitte. Die zweite Nachfrage bezieht sich auf Pull-Faktoren. Wir haben ja das Stichwort Sozialtourismus, was Friedrich Merz ins Spiel gebracht hatte für einige Stunden, steht ja im Raume, sodass also Pull-Faktoren geschafft werden, dadurch, dass man Anreize schafft, dadurch, dass Flüchtlinge aus der Ukraine direkt in unsere Sozialsysteme einwandern und direkt auf dem sozialen Niveau ankommen, wo Deutsche nach jahrzehntelangen Einzahlungen sind. Also, dass da, sage ich mal, Sozialhilfe gezahlt wird, die über der liegt, die normale Asylbewerber in Deutschland bekommen. Der SPD-Landrat von Nordhausen übrigens hat ähnlich argumentiert und in seinem relativ überschaubaren Bereich 38 Familien ausgemacht, die tatsächlich diesen Sozialtourismus betrieben haben. Ich glaube, er brachte sogar ins Spiel, den ukrainischen Flüchtlingen die Pässe abzunehmen, damit die nicht hin und her reisen können. Meine Frage, gibt es belastbare Zahlen dazu, wie der Sozialtourismus sich auf Deutschland auswirkt? Also wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland im Sozialbezug sind, aber tatsächlich zwischen Ukraine und Deutschland hin und her pendeln? Sehr geehrter Herr Kollege Brandner, erstens will ich mal feststellen, dass die Menschen, die aus der Ukraine flüchten, aufgrund von Krieg flüchten. Und ich glaube, das muss man einfach nochmal deutlich sagen. Das Zweite ist tatsächlich, dass Sie jetzt den Eindruck vermitteln, und das finde ich schon sehr speziell, und da müssen wir auch unterscheiden, ob wir
im Rechtskreis SGB II sind, weil Sie haben gesagt, Sozialleistungen im Vergleich zu Deutschen, die jahrelang einbezahlt haben. Da gab es eine Fake-News-Kampagne bezüglich der Rentenleistungen. Und die Deutsche Rentenversicherung hat es auf ihrer Homepage schon mal ganz klar und deutlich dargestellt, dass es mitnichten der Fall ist, dass es hier in Bezug Menschen, die jahrelang, jahrzehntelang eingezahlt haben, dass Menschen aus der Ukraine jetzt gleich viel erhalten. Und das möchte ich noch mal klarstellen. Das war das Punkt 2. Punkt 3, wenn Menschen im Rechtskreis SGB II sind oder entsprechend im SGB 12, dann will ich auch noch mal klarstellen, dann sind auch hier, werden nur Leistungen bezahlt, wenn sie auch hier sind. Wenn jemand aber tatsächlich und auch auf entsprechend mitteilt, dass er in die Ukraine zurückreist, vielleicht weil er auch Habseligkeiten noch holt, dann ist es erstmal kein Grund, die Leistung zu verweigern. Ich kann das aber, jetzt ist gerade BMAS nicht da, aber ich kann auch noch mal sagen, dass natürlich genau geguckt wird, ob Aktivierungsmaßnahmen zum Beispiel wahrgenommen werden. Auch dann gibt es Regelungen, wie beim SGB II üblich, dass dann die Leistungen eingestellt werden. Und uns ist kein Missbrauch dieser Art, wie Sie ihn jetzt dargestellt haben, bekannt. Vielen Dank. Wir sind schon weit über die Beantwortungszeit und ich habe eine Nachfrage. Ich möchte einen sitzungsleitenden Hinweis geben. Wenn der Fragesteller aus der Fraktion kommt, lasse ich von der Fraktion nur noch eine Frage zu. Sonst kommen wir hier nämlich nicht durch. Jetzt hat Herr Abgeordneter Beckamp die Möglichkeit für eine Nachfrage und dann hätten die anderen Fraktionen auch noch die Möglichkeit von Nachfragen. Ja, vielen Dank. Meine Frage bezieht sich auch auf ukrainische Staatsangehörige, die aber nicht zwingend aus der Ukraine kommen, sondern über die Ukraine unser Land kommen. Insofern meine Frage, inwieweit Sie Personen im Blick haben, die gemeinhin Roma-Familien darstellen oder auch Usbeken mit ukrainischen Staatsbürgerschaften, inwieweit im Blick ist, dass diese Papiere gegebenenfalls erschlichen oder auch einfach gekauft sind. Sowas gibt es derzeit sehr günstig in der Ukraine. Haben Sie solche Fälle auch im Blick? Wir haben zahlreiche solcher Personen hier im Land, habe ich selber erlebt. Die Sicherheitsbehörden, sprich die Bundespolizei, wir haben das sehr wohl im Blick, wer einreist und entsprechend wird es auch festgestellt. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen aus den anderen Fraktionen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann wird die Frage Nummer 4 der Kollegin Launert schriftlich beantwortet. Und wir kommen zur Frage Nummer 5, der Erfassung der Nationalität von über Polen nach Deutschland eingereisten Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Abgeordneten Dr. Kaufmann, Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Kaufmann, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Die Bundespolizei hat vom 24. Februar 2022 bis einschließlich 13. Oktober 2022 an der deutsch-polnischen Grenze 347.772 Personen mit Bezug zur Flucht aus der Ukraine festgestellt. Die häufigsten Staatsangehörigkeiten in Bezug auf alle durch die Bundespolizei insgesamt festgestellten Personen mit Bezug zur Ukraine sind Staatsangehörige der Ukraine, nämlich 971.498, Russische Föderation 3.964, Aserbaidschan 2.539, Nigeria 2.118 und Armenien 1.963. Und der Einreiseweg hat nichts mit einer aufenthaltsrechtlichen Entscheidung zu tun. Und Sie haben die Möglichkeit von Nachfragen. Ja, Sie sagen, das hat nichts mit der aufenthaltsrechtlichen Entscheidung zu tun, aber es ist doch von Interesse, welchen Status die Personen vorher in der Ukraine hatten, ob das Studenten waren, die dort studiert haben, oder Asylantragsteller oder Asylanten. Denn es liegt doch nahe, dass Personen, die zum Beispiel dort gearbeitet haben, zunächst in ihr Heimatland zurückkehren. Wird das berücksichtigt bei der Entscheidung über den Aufenthalt in Deutschland? Das hatten wir schon zu Beginn beim Ukraine-Krieg und der europäischen Einigung, haben wir das genau ja auch so beschrieben. Wer aus einem sicheren Herkunftsland kommt und entsprechend dort auch zurückkehren kann. Und natürlich haben wir das auch als solches von Anfang an im Blick gehabt. Danke. Bitte. Dann
Gibt es eine Nachfrage von Herrn Kraft? Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, im Zuge der Kontrollen an den Grenzen, wie viele gefälschte ukrainische Papiere aufgetaucht sind. Das vor allem natürlich vor dem Hintergrund, dass erstens im Rahmen der Kriegshandlungen Russlands Ämter, und Bürger, also Rathäuser, Ämter etc. erobert worden sind, die dortigen Stempel und die dortigen Maschinen einfach dann erstmal unbekannt verschollen sind. Das heißt, man weiß nicht, wer die Kapazitäten hat, hier ukrainische Dokumente auszustellen. Und zweitens natürlich, dass die Ukraine, wie viele andere Staaten des Ostens, auf dem Korruptionsindex nicht unbedingt sonderlich weit hinten steht. Und wie, also die Frage, wie viele Fälschungen sind Ihnen an der Grenze aufgefallen und inwieweit ist die ukrainische Botschaft bei der Aufdeckung der falschen ukrainischen Identitäten involviert? Sehr geehrter Kollege Kraft, deshalb war es ja auch so wichtig, dass wir die Flüchtenden registrieren, und zwar biometrisch registrieren. Und in der Regel, Sie wissen ja auch, alle UkrainerInnen, die einen biometrischen Pass haben, durften auch einreisen. Sie haben 90 Tage hier Aufenthaltsrecht und wenn sie länger hier bleiben, müssen sie sich registrieren lassen. Und das heißt biometrisch. Inwiefern dabei tatsächlich Auffälligkeiten waren, kann ich Ihnen jetzt die genaue Zahl nicht sagen. Ich weiß aber, dass es weit über 900.000 biometrisch Registrierte gibt und insofern kann die Zahl, die Sie vielleicht vermuten, wirklich im unteren zweistelligen Bereich liegen. Ich würde die Ihnen nochmal nachliefern, aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wenn wir die Zahlen als solches herausfiltern können, aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, und das ist halt vielleicht auch nochmal der Bezug zu der ersten Frage vom Herrn Brandner, wir haben sehr wohl gelernt, wir haben sehr wohl auch biometrisch registriert und deswegen hat es auch alles seine Ordnung. Vielen Dank. Dann kommen wir zur nächsten Frage, der Frage Nummer 6. Des Abgeordneten Dr. Michael Kaufmann, Durchführung von Studien zur Ermittlung der Aufnahmekapazität Deutschlands von Zugewanderten und Geflüchteten. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kollege. Die Bundesregierung hat keine Analysen oder Studien im Sinne ihrer Fragestellung in Auftrag gegeben. Die Aufnahmefähigkeit hängt von unterschiedlichen Faktoren ab und unterliegt einem ständigen Wandel. Zur Gewinnung analytischer Aussagen für die Steuerung der Zuwanderung betreibt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wissenschaftliche Forschung über Migrations- und Integrationsthemen. Das Ziel dieser Forschung ist die umfassende Analyse, Evaluierung und Politikberatung. Dabei werden vorrangig die Auswirkungen von Wanderungsprozessen auf die Gesellschaft untersucht. Um dem aktuell hohen Migrationsdruck an den EU-Außengrenzen und in Deutschland zu begegnen und irreguläre Migration einzudämmen, setzt die Bundesregierung auf ein Bündel von Maßnahmen. Dazu zählen ein starker EU-Außengrenzschutz, der humanitären Anforderungen entspricht, Solidarität und Verantwortung innerhalb der EU sowie eine Kooperation mit Transit- und Herkunftsländern. Und hinsichtlich der Reform der gemeinsamen europäischen Asylsystems und einer gerechten Lastenverteilung in der Europäischen Union wurden wichtige Fortschritte erzielt, indem der Rat die allgemeine Ausrichtung von Eurodac und Screening-Verordnung angenommen hat. Die gestiegene irreguläre Migration über Länder des westlichen Balkans wird von der Bundesregierung bilateral und auf EU-Ebene, wie vorhin schon gesagt, hochrangig adressiert. Sie haben die Möglichkeit von Nachfragen, Herr Dr. Kaufmann. Meine Nachfrage, mich erreichen von Landräten, von Bürgermeistern verzweifelte Anfragen, dass die Aufnahmekapazitäten schon wieder erschöpft sind. Zum Teil ist die Lage schlimmer als 2015. Was sagen Sie denn diesen Bürgermeistern und Landräten, auf wie viel Zustrom sie sich noch einstellen müssen? Ich glaube, das Wichtige war, dass die Bundesministerin sich auch mit den kommunalen Spitzenverbänden der kommunalen Ebene ausgetauscht hat, wie wir mit der Situation umgehen und wie wir weiter unterstützen können. Und deshalb ist dieser Dialog sehr wichtig. Und die Maßnahmen bezüglich der Zuwanderung habe ich Ihnen ja auch schon vorhin und in den anderen Antworten beschrieben. Und Sie hätten die Möglichkeit einer zweiten Nachfrage. Eine zweite Frage hätte ich gerne, und zwar, welche Maßnahmen sind denn aus Ihrem Ministerium konkret in Arbeit, um eine europäische Vereinbarung darüber zu treffen, wie die Flüchtlinge besser verteilt werden können innerhalb der Europäischen Union?
Da gibt es ja durchaus Bewegung und ich glaube, das macht es auch nochmal in dieser Bundesregierung aus, dass man sich in Europa gemeinsam dieses Problems beschäftigt. Und zwei Maßnahmen habe ich ja jetzt schon mal gesagt, nämlich das Screening und Eurodac. Und natürlich auch darüber sich verständigt über einen Solidaritätsmechanismus, weil wir ja wissen, es gibt Mitgliedstaaten, die besonders belastet sind. Und ich habe eine Nachfrage von Herrn Brandner und eine Nachfrage aus der Unionsfraktion. Ich komme nochmal zurück zur Ausgangsfrage, ob es Studien gibt oder Erkenntnisse der Bundesregierung, wann die Aufnahmekapazität Deutschlands erschöpft ist. Nun wird ja in Deutschland alles Mögliche von allen möglichen Organisationen, Gruppierungen, zivilgesellschaftlichen Akteuren erforscht und das jetzt gerade nicht. Also ich finde das komisch. Ich habe die Meldung noch im Ohr in der vergangenen Woche oder vor zwei Wochen. Deutschland hat erstmalig über 84 Millionen Einwohner. Es gab ja auch Kollegen aus der CDU, CSU, die schon vor einigen Jahren davon gesprochen haben, das Boot wäre voll. Also nochmal die konkrete Frage, die Bundesregierung, wann geht sie davon aus, wann sind wir sozusagen an der Grenze der Kapazität, was Einwohner in Deutschland angeht, angelangt? Gibt es da überhaupt einen Anhaltspunkt oder sagt man Türen auf und solange alle noch halbwegs stehen können, passen noch Leute rein? Herr Brandner, erstens habe ich festgestellt, dass wir zwar keine Forschung in Auftrag geben, aber tatsächlich welche machen. Und im Übrigen verweise ich auch nochmal darauf, dass wir ja durchaus in vielen Bereichen, auch insbesondere beim Handwerk, Fachkräftemangel haben. Und Sie wollen ja nicht davon ausgehen, dass wir in Zukunft, so wie Sie sagen, jetzt alle Türen dicht machen und niemand mehr zu uns kommen darf, sondern deswegen ist es wichtig, dass wir ein Chancenaufenthaltsgesetz haben, dass wir ein modernes Einwanderungsrecht haben und aber auch entsprechend unsere Grenzen schützen. Vielen Dank. Dann habe ich noch eine Nachfrage des Kollegen Oster aus der Unionsfraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, verehrte Frau Staatssekretärin. Wir erleben ja gerade in diesen Tagen wieder eine nochmals verstärkte Angriffswelle Russlands in der Ukraine. Etwas, was wir alle uns nicht vorstellen konnten und wollten. Aber die Brutalität hört nicht auf, sondern sie nimmt weiter zu. Und gerade in diesen Tagen finden ja verstärkt Angriffe auf die Energieversorgung in der Ukraine zu. Und das lässt ja die Vermutung uns nahelegen, dass die Flüchtlingsströme und die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gerade im Winter, wenn das Thema Energieversorgung so drängend wird, zunehmen werden. Und es ist ja nach wie vor der Anspruch Deutschlands, und das ist auch gut so, unsere Hilfsbereitschaft weiter zu befördern und unserer Verantwortung gegenüber den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine gerecht zu werden. Deshalb meine Frage: Wie bereitet sich die Bundesregierung konkret auf möglicherweise zunehmende Flüchtlingszahlen aus der Ukraine im Winter vor? Sehr geehrter Herr Kollege Ostern, wie viele Flüchtende es in den nächsten Wochen und Monaten noch geben wird, können wir schwer voraussagen. Auch nicht, wie sie in der Europäischen Union tatsächlich auch verteilt werden oder wohin sie flüchten. Aber es wurde ja auch schon gesagt, wir kümmern uns darum, wie können wir noch mehr Unterbringungsmöglichkeiten schaffen. Auf Bundesseite ist die BIMA an der Arbeit. Und natürlich auch, dass wir die Kommunen nicht alleine lassen, wenn es noch mal zu einer verschärften Situation kommen wird. Vielen Dank. Dann kommen wir zur nächsten Frage, weil ich auch keine weiteren Nachfragen sehe. Die nächste Frage der Kollegin Clara Bünger. Lockerungen bei asylrechtlichen Regelungen zum Aufenthaltsort Geflüchteter. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Kollegin Bünger. Nach § 49 Absatz 2 Asylgesetz haben die Länder bereits die Möglichkeit, die Wohnsitzverpflichtung in einer Aufnahmeeinrichtung zu beenden, wenn andernfalls eine Erschöpfung oder Überlastung der Kapazitäten der Einrichtung zu befürchten wäre. Die Einschätzung darüber, ob diese Voraussetzungen vorliegen, wird durch die Länder vor Ort getroffen, sodass es keiner Empfehlung des Bundesministeriums des Innern und für Heimat hierzu bedarf. Das Bundesministerium des Innern und für Heimat plant derzeit keine Änderung des § 47 Asylgesetz und dies ist auch zur Entlastung der Aufnahmeeinrichtungen nicht erforderlich, da die Länder, wie bereits aufgeführt, im Falle der Überlastung der Kapazitäten der Einrichtungen von der Wohnsitzverpflichtung abweichen können.
Gemäß § 12 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz sind anerkannte Flüchtlinge oder Schutzberechtigte nach § 24 Aufenthaltsgesetz verpflichtet, für einen Zeitraum von 3 Jahren ihren Wohnsitz in dem Land zu nehmen, in das sie zugewiesen bzw. verteilt worden sind. Diese Verteilung erfolgt in Anwendung des Königsteiner Schlüssels und hierdurch erfolgt eine gerechte Verteilung auf die Länder. Eine Überlastung einzelner Länder, insbesondere in Ballungsräumen, soll so vermieden werden. Und Sie haben die Möglichkeit, dann nachzufragen. Der Fragen und Ihre Ausführungen. Ich würde gerne über konkrete Zahlen sprechen. Haben Sie Schätzungen dazu vorgenommen, wie viele Asylsuchende und Menschen mit Duldung in privaten Wohnungen umziehen könnten, wenn die Lagerpflicht aufgehoben würde? Und Frau Pollert, die Kollegin ist jetzt gerade nicht da, aber sie hatte letzte Woche im Innenausschuss darüber gesprochen, Sie waren wahrscheinlich auch da, dass in Niedersachsen auf einen Schlag 30% aus den Lagern ausziehen könnten. Halten Sie das für realistisch? Ihre Frage beantworte ich folgt. Ich war letzte Woche nicht im Ausschuss, weil ich im Kabinett war und insofern bei dem Tagesordnungspunkt nicht da war. Wie hoch tatsächlich der Anteil sein könnte, kann ich Ihnen jetzt so nicht beziffern. Und zweite Nachfrage. Bezieht sie sich auf die Wohnsitzauflage für anerkannte Geflüchtete? Aus meiner Sicht ist diese Wohnsitzauflage auf jeden Fall integrationsfeindlich, wie viele Studien das auch bestätigen. Gibt es da konkrete Pläne, die Wohnsitzauflage wieder abzuschaffen? Ja, da verweise ich einfach auf das, was ich Ihnen schon eingangs gesagt habe, dass wir im Moment keine konkreten Pläne dazu für Veränderungen haben. Vielen Dank. Ich sehe aus den Reihen keine weitere Nachfrage dazu. Frau Bünger, Sie können gleich stehen bleiben, weil es kommt Ihre Frage Nummer 8, Äußerungen der Bundesministerin des Innern und für Heimat zur Unterbringung illegaler Einreisen. Ja, vielen Dank. Und dann machen wir gerade weiter, Frau Kollegin Bünger. Die Bundesregierung hat sich ausweislich des Koalitionsvertrags darauf verständigt, irreguläre Migration zu reduzieren, Ursachen für die lebensgefährliche Flucht zu bekämpfen und reguläre Migration zu ermöglichen. Kein Mensch sollte sich auf gefährlichen Fluchtrouten in Lebensgefahr bringen, um dann in Europa keine Bleibeperspektive zu haben. Und dabei steht die Bundesregierung zu ihrer humanitären Verantwortung und den Verpflichtungen, die sich aus dem Grundgesetz, der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention und dem Europarecht ergeben, um Geflüchtete zu schützen und Fluchtursachen zu bekämpfen. Die Prüfung von Einreisevoraussetzungen wird durch Artikel 31 Absatz 1 der Genfer Flüchtlingskonvention nicht ausgeschlossen. Im Übrigen ist für die Feststellung einer etwaigen Bleibeperspektive die Gesamtschutzquote maßgeblich. Diese berücksichtigt alle ablehnenden Asylentscheidungen, auch formelle Ablehnungen führen im Regelfall zu einer Ausreisepflicht. Im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2022 betrug die Gesamtschutzquote aller Herkunftsländer 55,7%. Die Neuanordnung der vorübergehenden Wiedereinführung von Binnengrenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Landesgrenze für 6 Monate mit Wirkung zum 12. November 2022 trägt durch Hinzutreten von neuen Umständen im vorstehenden Sinne dem Urteil des EuGHs aus Sicht des Bundesministeriums des Innern und für Heimat Rechnung. Frau Bünger, Ihre Nachfragen. Danke. Zunächst möchte ich darauf Bezug nehmen, dass Sie nicht die bereinigte Schutzquote genannt haben der Menschen, die hier ankommen. Und ich möchte noch mal darauf Bezug nehmen, was Frau Faeser in den letzten Tagen auch mit ihren Aussagen ausgelöst hat. Sie hat nämlich Geflüchtete gegeneinander ausgespielt. Zum einen die schutzwürdigen Ukrainerinnen versus die Menschen aus Afghanistan, Syrien oder der Türkei. Wollen wir wirklich für manche Menschen die Grenzen öffnen und für andere nicht? Und ich frage mich, wie wählen Sie diese Menschen aus? Und ohne vorher ein rechtsstaatliches Verfahren durchgeführt zu haben, weiß man doch gar nicht, wer schutzbedürftig ist. Sehr geehrte Frau Bünger, ich möchte es einfach noch mal dem entgegentreten, weil Frau Faeser natürlich auch, und das sieht man beim Bundesaufnahmeprogramm, was wir zusammen mit dem AA jetzt auf den Weg gebracht haben, dass wir keineswegs Flüchtlinge gegeneinander ausspielen wollen. Und im Übrigen besteht auch nach wie vor, wenn Menschen an den Grenzen sind, das Recht, einen Asylantrag zu stellen. Frau Bünger, zweite Nachfrage. Ja, ich möchte noch mal darüber sprechen, was gestern auch auf Twitter deutlich wurde. Es geht um die Situation an der deutsch-tschechischen Grenze. Sie haben es vorhin selber angesprochen.
Gestern musste ich lesen, dass zwei Busfahrer unter dem Vorwurf der illegalen Schleusung in Dresden festgenommen wurden, weil sie einen Flixbus aus Budapest gefahren haben. Werden solche Repressionen nicht absehbar dazu führen, dass Busfahrer künftig in vorauseilendem Gehorsam BPOC-Menschen nicht transportieren werden, um Probleme an der Grenze zu vermeiden? Und ist das nicht eine in der Konsequenz, wenn man das mal durchspielt, führt das nicht dazu, dass ein staatliches, erzwungenes Racial Profiling stattfindet? Ich glaube, das ist jetzt eine sehr große Verknüpfung einerseits. Wir haben zu den Tschechen keine Grenzkontrolle. Es gibt dort Schleierfahndung. Und natürlich haben wir seit August eine vermehrte illegale Einreise über die Balkanroute. Und insofern kontrolliert die Bundespolizei, geht ihrer Aufgabe nach. Den konkreten Fall kann ich zu keine Stellung nehmen. Aber ich will noch mal deutlich sagen, dass wir immer wieder und auch da mit der Bundespolizei im Austausch sind, dass es kein Racial Profiling gibt. Und ich habe eine Nachfrage des Kollegen Droh. Sekretärin, Sie haben die deutsch-tschechische Grenze angesprochen. Deswegen würde ich Sie fragen, ob Sie mir recht geben, dass über die deutsch-tschechische Grenze momentan ein großer Migrationsdruck besteht, dass wir dort sehr viele irreguläre Einreisen haben, die momentan im Wege der Schleierfahndung festgestellt werden. Gleichzeitig haben Sie darauf hingewiesen, dass die Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze richtigerweise verlängert wurde. Deswegen meine Frage, was ist der rechtlich-qualitative Unterschied zwischen der Situation an der deutsch-österreichischen Grenze im Vergleich zur deutsch-tschechischen Grenze im Hinblick auch, was die Migrationslage anbelangt? Und vielleicht können Sie mir auch noch sagen, was im Sinne eines freien Schengen-Raums der Unterschied ist, wenn die Tschechen gegenüber der Slowakei Grenzkontrollen durchführen, stationäre, beziehungsweise wenn wir dies tun würden. Vielen Dank, Herr Kollege Trom. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie auch noch mal den Schengen-Raum als solchen angesprochen haben, weil der Schengen-Raum tatsächlich ein Erfolg Europas ist. Und deswegen ist es auch wichtig, entsprechend, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, gegen illegale Migration vorzugehen, aber gleichzeitig unter der Wahrung der Genfer Flüchtlingskonvention, der Menschenrechtskonvention und des Europarechts. Gleichzeitig, die Grenze Deutschland-Tschechien, das hat sich verändert, seit die Tschechien zur Slowakei hin Binnengrenzkontrollen eingeführt haben, gingen die Zahlen zurück, durch die Binnengrenzkontrollen zwischen Österreich und der Slowakei. Und was ist die neue Situation, warum wir die Grenzkontrolle notifizieren lassen zwischen Deutschland und Österreich? Das ist tatsächlich die veränderte Situation aufgrund der Balkanroute. Und noch eine Nachfrage des Kollegen Oster. Verehrte Frau Staatssekretärin, wir reden über Grenzkontrollen innerhalb Europas. Ich glaube, wir sind uns alle darin einig, dass das immer nur die zweitbeste Lösung ist. Wir wollen offene Grenzen innerhalb der Europäischen Union haben, innerhalb des Schengen-Raumes. Und das muss unser Ziel sein. Im Moment sind diese notwendig, wahrscheinlich mehr, als das bisher der Fall ist. Aber in diesem Zusammenhang frage ich Sie, es muss doch das Bestreben sein, den europäischen Grenzschutz deutlich zu verbessern, damit dauerhaft die Grenzen innerhalb Europas offen bleiben können. Und deshalb frage ich Sie, was unternimmt die Bundesregierung, um den Schutz der europäischen Außengrenzen zu intensivieren und zu verbessern? Sehr geehrter Herr Kollege Oster, die Bundesregierung hat von Anfang des Jahres mit den europäischen, oder eigentlich sofort nach Amtsantritt von Bundesministerin Faeser und auch zu Beginn mit den europäischen Mitgliedstaaten und auch der Schweiz, die im Schengen-Raum angehören, entsprechend ja auch sich ausgetauscht. Und es geht tatsächlich darum, wie können wir die Außengrenzen schützen, aber vor dem Hintergrund, es besteht auch ein Recht
auf Asyl und den genannten Punkten wie Menschen, Genfer Flüchtlingskonvention, was ich gerade auch schon genannt habe, und entsprechend auch hier weiterzukommen. Und ich glaube, ich hatte es ja vorhin auch schon ausgeführt, welche Fortschritte wir getan haben. Und auch gerade letzte Woche beim JI-Rat haben sich die Ministerinnen und Minister noch mal zusammengesetzt, wie die Mitgliedstaaten mit dieser Situation umgehen. Es ist keine einfache Situation durch den Angriffskrieg, den brutalen Angriffskrieg in der Ukraine. Das stellt uns alle vor Herausforderungen. Aber ich glaube, die Schwierigkeit, die Herausforderungen in dieser Balance auch zwischen Außengrenzenschutz, aber auch der humanitären Verantwortung, das ist ein schwieriger Balanceakt, und an dem arbeiten wir. Vielen Dank. Ich sehe keine weitere Frage. Dann kommen wir zur Frage Nummer 9 des Abgeordneten Beckkamp. Zahl ausreisepflichtiger Straftäter und Gefährder und Erfolg der Abschiebungen seit 2010. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Kollege Beckkamp, die Zuständigkeit für die Durchsetzung der Ausreisepflicht von nicht aufenthaltsberechtigten Ausländerinnen und Ausländern in Deutschland obliegt den Ländern. Die Erfassung von Gefährdern, Straftätern stellt eine polizeiliche Aufgabe dar und daher in den entsprechenden polizeilichen Datenbanken, erfolgt in den daher entsprechenden polizeilichen Datenbanken. In Bezug auf Personen aus dem islamistischen Spektrum, die in der AG Status am gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum des Bundes und der Länder behandelt werden, sind mit Stand vom 30. September 2022 im Jahr 2022 17 Personen abgeschoben worden. Hiervon waren 5 Gefährder und 2 relevante Personen. In den Vorjahren war der Stand zum 30.09. bezüglich der Rückkehr von Personen aus dem islamistischen Spektrum wie folgt. 2021 41 Personen wurden abgeschoben. Eine Person ist freiwillig kontrolliert ausgereist. Hiervon waren 18 Gefährder und 3 relevante Personen. 2020 21 Personen wurden abgeschoben, eine Person wurde ausgeliefert und weitere 4 Personen sind freiwillig kontrolliert ausgereist. Hiervon waren 14 Gefährder und 2 relevante Personen. 2018 waren es 46 Personen, die abgeschoben wurden. Hiervon waren 20 Gefährder und 2 relevante Personen. Und eine statistische Erfassung von Abschiebungen von oben genannten Personen im Rahmen der Arbeit in der AG Status im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum erfolgt erst seit dem Jahr 2017. Und eine Auswertung für 2010 und 2014 ist nicht vorhanden. Sie haben die Möglichkeit für Nachfragen. Ja, vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Es ist mir durchaus bewusst, dass es Ländersache ist, Abschiebungen durchzuführen. Gleichwohl habe ich heute Morgen lernen dürfen durch einen Mitarbeiter Ihres Hauses, dass täglich 1.400 weitere Personen in unser Land kommen, die hier, ja, Sie nennen es Schutz suchen, ich nenne es verschiedenste Arten von Glück versuchen. Und insofern drängt sich mir die Frage auf, inwieweit der Bund dennoch mehr Anstrengungen unternehmen möchte, um diesem Ansturm und die eben auch viel mit Straftätern und Gefährdern zu tun haben, Herr zu werden. Die Statistik besagt, dass 40% der Verurteilten im Bereich Mord und Totschlag Ausländer sind. Ist das nicht Grund genug für den Bund, da die Anstrengungen noch etwas mehr auszuweiten? Sie haben jetzt nur Zahlen genannt, die sich im, ich glaube, zweistelligen Bereich jeweils befinden pro Jahr. Was wollen Sie tun, um gegebenenfalls die Länder zu unterstützen, ihrer Rückführungsoffensive, die Sie ja vorgesehen haben, mehr Nachdruck zu verleihen? Frau Staatssekretärin. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kollege. Ich habe Ihnen jetzt die Zahl der Gefährder und der Straftäter genannt, so wie Sie es gefragt haben. Sie haben jetzt den Eindruck vermittelt, dass die täglich Einreisenden entsprechend dazu gehören. Und ich glaube, das ist schon, da muss man schon sehr differenzieren. Also nicht die täglich hier auch in Deutschland einreisen, sind gleichzusetzen mit denjenigen. Gut. Ja. Herr Beckham, Sie haben die Möglichkeit für eine zweite Nachfrage. Haben Sie nicht? Okay, dann gibt es noch eine Nachfrage von Ihrem Nachbarn. Ja, danke, Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin. Ich habe Ihre Zahlen interessiert zur Kenntnis genommen. Ich finde sie ein bisschen gering. Aber jetzt kommt zu einer Frage, glaube ich, die Ihr Ministerium definitiv alleine beantworten kann, ohne die Länder.
Wie viele Gefährder, die ja von dem BMI erfasst werden, verschwinden denn in Deutschland? Also quasi, dass sie sich einfach dem Kenntnisstand der deutschen Behörden entziehen, dass sie einfach quasi ins Ausland abwandern, ohne sich natürlich hier offiziell abschieben zu lassen oder freiwillig auszureisen. Also wie groß ist die Bewegung von Gefährden aus Deutschland wirklich heraus? Und diese Zahl müssten Sie ja eigentlich auch liefern können. Die kann ich Ihnen liefern, aber die habe ich jetzt nicht bereit und die würde ich Ihnen gerne schriftlich nachreichen. Vielen Dank. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wenn es zu dem Block keine Nachfragen mehr gibt, das sehe ich nicht. Der Kollegin Akbulut, Frage Nummer 10, Zahl der in Deutschland gestellten Asylanträge von Personen mit einer visafreien Einreisemöglichkeit nach Serbien. Frau Staatssekretärin, Sie haben das. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Kollegin, im Zeitraum 1. Januar 2022 bis 30. September 2022 wurden von Personen mit Staatsangehörigkeiten, die im Gegensatz zu Deutschland visumfrei nach Serbien einreisen können, insgesamt 19.233 Asylanträge in Deutschland gestellt. Dies bedeutet nicht, dass die AsylantragstellerInnen tatsächlich über Serbien eingereist sind. Die fünf Staaten mit den meisten Asylanträgen waren Türkei mit 12.445, Russische Föderation mit 2.169, Aserbaidschan mit 1.003, Armenien mit 866 und Tunesien mit 851 Erst- und Folgeanträgen. Die weitere Fragestellung nach statistischen Daten für die Jahre 2018 bis 2021 eignet sich meiner Auffassung nach nicht für eine mündliche Beantwortung. Das nicht, weil ich es nicht beantworten will. Ich sage es Ihnen gleich im Rahmen dieser Frage, da die erfragten Daten sinnvoll nur in Form einer komplexen statistischen Tabelle dargestellt werden können, die sich als Fließtext naturgemäß nicht allgemein verständlich kommunizieren lässt. Und deshalb wird die Beantwortung in Form einer Tabelle zum Protokoll dieser Fragestunde gegeben. Vielen Dank. Sie haben die Möglichkeit von Nachfragen. Vielen Dank für die Information und für die Zahlen zur Übersicht. Können Sie sich denn erklären oder warum spricht Frau Bundesinnenministerin Faeser von der angespannten Situation in Bezug auf Geflüchtete und den Zusammenhang zur laxen Visa-Regelung in Serbien. Also sie macht ja quasi Serbien mit unter verantwortlich für die angestiegenen Zahlen. Gibt es denn auf Seiten der Kommunen und der Länder entsprechende Rückmeldungen in Bezug auf Serbien? Na, die Rückmeldung der Länder und Kommunen bezieht sich jetzt nicht speziell auf Serbien, sondern die Rückmeldung der Länder und Kommunen bezieht sich auf die allgemeine Lage, die natürlich angespannt ist, wenn wir über 1.000.000, wie ich vorhin genannt habe, hier dieses Jahr nach Deutschland gekommen sind. Und das eine Frage auch ist, wie wir entsprechend die Menschen unterbringen können. Aber ich will Ihnen auch noch mal sagen, woher auch die Personen mit den Staatsangehörigkeiten aufgrund der Visumsfreiheit Serbiens kommen. Das ist Ägypten, das ist Armenien, das ist Aserbaidschan, Äthiopien, Bahrain, Belarus, Bolivien, Burundi, China, Kuba, Guinea-Bissau, Indien, Indonesien, Jamaika, Kasachstan, Kuwait, Kirgisistan, Mongolei, Oman, Katar, Russische Föderation, Suriname, Tunesien und Türkei, die quasi visumfrei einreisen. Und ich glaube, das macht das auch noch mal deutlich, wie schwierig die Situation da tatsächlich ist oder welches Potenzial da auch vorhanden ist. Und die zweite Nachfrage? Okay. Gibt es weitere Nachfragen? Ja, von dem Kollegen Heck. Im Zusammenhang mit der Visavergabe durch Serbien hat die FDP, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Konstantin Kuhle, kürzlich gefordert, unter anderem aus diesem Grund die EU-Beitrittsverhandlungen abzubrechen. Teilt die Bundesregierung diese Einschätzung? Wir sind auf jeden Fall in der Bundesregierung unterwegs, die Schwierigkeit, Serbien zu vermitteln. Und was natürlich wir auch von Serbien als Beitrittskandidat der EU erwarten. Ein Abbruch der Beitrittsverhandlungen haben wir jetzt bisher nicht in Erwägung gezogen. Ich sehe keine weiteren Nachfragen. Da kommen wir zur Frage Nummer 11 des Kollegen Michael Preilmann. Berücksichtigung von PMK-Phänomenbereichen bei Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Antisemitismus-Strategie.
Frau Staatssekretärin. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Kollege Breimann, die Bundesregierung tritt jedweder Form von Antisemitismus entschlossen entgegen und das Instrumentarium und die Maßnahmen der Sicherheitsbehörden entsprechen einem ganzheitlichen Ansatz, bei dem Repression und Prävention sowie Deradikalisierung Hand in Hand gehen. Die EU-Kommission legt im Oktober 2021 ihre erste Strategie der EU zur Bekämpfung von Antisemitismus und zur Förderung jüdischen Lebens vor, die unter anderem die Mitgliedstaaten auffordert, bis Ende des Jahres 2022 nationale Strategien vorzulegen. Die Bundesregierung arbeitet derzeit unter Federführung des Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, Dr. Felix Klein, an einer ressortübergreifenden nationalen Strategie gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben. Und mit ihr soll die Erforschung, Prävention und Bekämpfung von Antisemitismus sowie die Förderung jüdischen Lebens als Politikfeld und eben übergreifende Aufgabe ganzheitlich konzipiert werden. Ziel ist die Erstellung einer kompakten und von einzelnen Maßnahmen abstrahierenden Strategie, die auch die betroffenen Perspektive systematisch mit einbezieht. Unabhängig davon berücksichtigen bereits die jetzt bestehenden vielfältigen Maßnahmen der Bundesregierung zur Bekämpfung von Antisemitismus, dessen verschiedene Erscheinungsformen und Ursachen, insbesondere zu nennen, sind hier beispielsweise die Arbeit der Bundeszentrale für politische Bildung, die Forschungsprogramme des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie das Kompetenznetzwerk Antisemitismus Kompass und die Modellprojekte im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie Leben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder andere Ressorts im Rahmen von nationalen Präventionsprogrammen. Sie haben die Möglichkeit von Nachfragen. Frau Präsidentin, sehr geehrte Staatssekretärin, vielen Dank. Ich hatte ja in meiner Frage auch die einzelnen Bereiche der politischen Kriminalität benannt, den Linksextremismus, den Rechtsextremismus, Islamismus, aber auch den neuen Phänomenbereich, die demokratiefeindliche Delegitimierung des Staates. Nun gehören zu diesem neuen Phänomenbereich auch Teile der Querdenker- und Corona-Leugner-Szene. Es hat hier Diskussionen gegeben, angestoßen durch den thüringischen Innenminister Mayer von der SPD, der diese Corona- und Querdenker-Szene konsequent dem rechten Spektrum zuordnen will. Das steht im Widerspruch zum Verfassungsschutzbericht. Stimmen Sie dort dem thüringischen Innenminister zu? Wie ist die Haltung der Bundesregierung zu diesem Thema? Jetzt muss man unterscheiden bei der Querdenkerbewegung. Wir haben ja viel auch im Ausschuss über die Versammlungslage gesprochen und wie heterogen die ist. Und nicht jeder, der oder die zu einer Demo der Querdenker geht, ist dann auch entsprechend extremistisch, rechtsextremistisch oder delegitimiert den Staat. Gleichwohl sehen wir da eine Tendenz dazu, dass jetzt auch mit Blick auf den Herbst versucht wird, aus dieser Szene heraus das für andere Themen zu mobilisieren. Und es ist da doch zu erkennen, dass das insbesondere durch Rechtsextreme auch versucht wird. Frau Storch, Ich versuche gerade meinem Kollegen eine Antwort zu geben. Richtig. Und ich habe auch ganz deutlich gesagt, dass ich nicht die Querdenker-Szene als solches und die Demonstrantinnen und Demonstranten irgendwo tatsächlich einordne, sondern dass es ein heterogenes Feld ist. Aber aufgrund der schwierigen Lage, auch mit Entwicklung der Energiepreise, die ja Ihre Partei sehr thematisiert, kalte Füße, heißer Herbst, Frau Storch, ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man das noch mal einordnet. Und insofern, wir beobachten die Lage. Herr Breimann, Sie haben die Möglichkeit für eine zweite Nachfrage. Nur noch mal zum Verständnis. Sie teilen also nicht die Auffassung, die ich gerade dargelegt habe, des thüringischen Innenministers? Das habe ich so nicht gesagt, sondern ich habe unsere Sicht der Dinge gerade dargestellt. Und natürlich gibt es Antisemitismus sowohl in verschiedenen Phänomenbereichen, links, rechts und aber auch natürlich aus anderen religiösen Gründen. Und auch deshalb ist es natürlich ein Teil davon. Antisemitismus ist ganz klar auch ein Punkt bei den Rechtsextremisten. Jawohl. Vielen Dank. Damit schließe ich die Fragestunde.
Wir sind zeitlich schon 3 Minuten drüber, darum habe ich jetzt auch keine Nachfragen mehr zugelassen. Und ich rufe auf den Zusatzpunkt aktuelle Stunde.